zurück! Ich will mein Leben zurück! Ich will mein Leben zurück! Protest am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Einige hundert Menschen haben sich hier am Nachmittag eingefunden, um gegen die Maßnahmen in Zeiten der Corona-Krise zu demonstrieren. Die Polizei, die mit rund 180 Beamten vor Ort war, sperrte den Platz wegen des derzeitigen Demonstrationsverbots. Heute wurde für den Rosa-Luxemburg-Platz eine Zeitungsverteilaktion angemeldet, die letzten Endes als Versammlung eingestuft werden musste. Für diese Zusammenkunft hier liegt allerdings keine Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamtes vor. Denn diese ist zwingend erforderlich in Zeiten von Coronavirus und nach der Eindämmungsverordnung, um eine Versammlung abhalten zu können. Wir sind heute hier mit insgesamt 180 Einsatzkräften rund um den Rosa-Luxemburg-Platz im Einsatz, um eben auf entsprechende Verstöße zu reagieren und auf die Einhaltung der Eindämmungsverordnung zu achten. Sie haben einen Eid geschworen. Zum Protest aufgerufen haben unterschiedliche politische Gruppierungen, teils aus dem rechten, teils auch aus dem linken Spektrum. Wie auch an den Wochenenden zuvor wollten viele der Demonstranten gegen eine befürchtete Einschränkung der Grundrechte protestieren. Wir sind heute hier und genießen das schöne Wetter und haben uns überlegt, regelkonform vielleicht ein Zeichen zu setzen mit der weißen Rose und auch mit Ruhe und mit Besonnenheit hier heute einzustehen für unsere Meinung. Ja, also für das Bewahren der Grundrechte, für das Bewahren der Freiheit und vor allem auch der Meinungsäußerung der Freien. Das ist ganz, ganz wichtig. Die ist ja leider in den letzten Wochen ein bisschen untergegangen und deswegen sind wir heute hier. Laut der Verordnung zur Eindämmung von SARS-CoV-2 sind in Berlin Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmern erlaubt, solange sie infektionsschutzrechtlich vertretbar sind. Weil ich meinem Verstand glaube, dass der gute Entscheidungen treffen kann. Und ich kann auch mich beraten lassen von Menschen, die sich besser mit dem Virus auskennen. Aber ich möchte nicht gezwungen sein. Alles in allem blieb die Stimmung friedlich.